Das ist also die Entwicklung. Zuerst kam Slime Rancher, dann Among Us, Fall Guys, Teletubbies. Und damit willkommen zurück auf meinen Main- oder Zweitkanal. Keiner weiß es mittlerweile mehr. Ich habe wieder ganz viele tolle Sachen rausgesucht über die Wochen. Und natürlich, wie immer, schaue ich die zusammen mit Maxi an. Ja, das bin ich. Ich weiß gar nicht, was wir uns anschauen. Du hast mir nicht gesagt. Ich weiß. Es sind gerade mal so 36% von euch abonniert. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würde es mich freuen. Und sonst würde ich mich über jeden Daumen nach oben freuen. Und dann los geht's. Wow. Wenn du arbeiten musst und einfach komplett fertig bist. Maxi, schaust du nicht gerade so aus? Ja, so schaue ich gerade wirklich aus. Schicke Frisur. Ich finde, die hat was. Ich hoffe nur, dass sie nicht wegrennt. Fufu als Flash. Das ist das Sixpack, Fufu. Ja. Stell dir mal vor, du bist im Meer und sowas beißt dir im Fuß. Du hebst deinen Fuß hoch und siehst dir, dass das an deinem Fuß hängt. Stell dir vor, das steht vor dir. Ich glaube, da hätte ich mehr Angst, wenn du Among Us spielst. Oh. Das ist voll klug eigentlich, sich so doppelt reinzustellen. Oh, Maxi, wohin geht's denn? Wovor findest du sowas? Ich sag ja, ich bekomme immer solche random Sachen über Wochen. Eine Ganzkörpermaske. Nice. Ich finde die cool. Wie so ein Hähnchen, Alter. Damit kommt keiner dir nahe. Nicht mal diese Karens. Ja, das stimmt. Ja, ich trinke nur noch eine Tasse. So eine Tasse hätte ich voll gerne. Bestimmt bei Oma irgendwie so. Ja, komm, mein Kind, trink da noch eine Tasse mit. Wenn du keinen Bock auf den Geist hast. Nope. Ist das irgendwie von einem Horrorfilm oder so? Ja, von ganz alten, glaube ich. Weg mit dir, Bro. Deine Herrschaft ist endlich vorbei. Ha! Bing! Honk. 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 Der Honk ist zu stark. Ich lädt meine kleinen Dinger auf. So tut man. Ja. Mann, ich wundere mich, was unter dem Visier ist. Nee, wir lassen das doch lieber drauf. Fall Guys-Kerle sind einfach ins All geschickt worden und dadurch ist Among Us entstanden. Ja, die sehen süß aus. Oh, wo war das? Ich weiß es nicht, aber die hatten das erste Mal in ihrem Leben Schnee und haben versucht, Schneemänner zu bauen. Und das ist dabei rausgekommen. Also das ist Photoshop. Ist sicher? Das ist auch eine Statue. Hast du nicht durch? Komm. Der Kaffee hat Spaß. Scheint zu schmecken, wenn du einfach zu viel Scheiße redest. Wie kann man vor allem bei so einem Unwetter so News machen? Bist du mein new roommate? Wow. Wow, das ist so hart zu dir. Das ist halt einfach, wenn wir spielen. Das ist ja necky wack. What? Dieses Video ist gesponsert bei Filmora. Ich werde immer wieder gefragt, hey, womit schneidest du überhaupt deine Videos? Und dadurch, dass Schnittprogramme meistens viel Geld kosten, fand ich das mega nice, als ich von Filmora erfahren habe und die mir diese Sponsoring angeboten haben. Das ist ein Schnittprogramm, super, um reinzukommen und das einfach mal auszuprobieren. Es ist erstaunlich einfach, alles einzustellen, wie man möchte, Grafiken hinzufügen und sonstiges. Deswegen, falls ihr euch damit mal beschäftigen wollt und das ein bisschen kennenlernen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr einfach in der Videobeschreibung den ersten Link auschecken würde. Falls ihr irgendwie Hilfe braucht, die haben einen YouTube-Kanal, wo die Tutorials hochladen und dann viel Spaß. Willst du nicht mal einen Croissant haben? Als Ehrlich gesagt schon, das sieht lecker aus. Das schaut voll weird aus, richtig falsch. Ich würde es auch essen. Quadratisch, praktisch, gut. Würdest du auf die Toilette gehen? Ich würde es geil, wie er ihn einfach anschaut. Na, du bleibst einfach da liegen, okay? So schaut eine Taube aus, wenn sie gerade geboren wurde. Das ist eine Babytaube. Ich habe noch nie eine Babytaube gesehen. Ich finde den Kommentar gut. Looks like somebody's president. Hey, die Trump-Taube. Wenn jemand gerade aus dem Vent kommt, aus dem Lüftungsschacht. Hi! Wow! die ganzen Grafikkarten. GT 1030. 50, alles. Und dann wird's richtig nice mit der 70, 280, die neue Ti. Die wirkt einen sogar, wie nice. Ja, die wirkt so real. Sailor Moon, hey. Na, das ist ein starkes Cosplay. Kurz bevor du ermordet wirst und mit deinen kleinen Kindern spielst. Oh. 1:1 Maxi in jeder Among Us-Runde.
Ja, bevor ich sterbe. Ich guck meinen kleinen Kids nochmal in die Augen. Ich habe irgendwie ganz viel Among Us komischerweise gefunden. Ja, das war echt so. Den Leuten auf Discord. Und wenn du mit irgendwelchen spielst, den du nicht kennst. Es ist gelb! Ah! Versuch mal da einen Kontext zu finden. Bitteschön. Danke, Fufu. Und der neue Horrorfilm. Wie würdest du den Film nennen, wenn es ein Film wäre? Laughing Emoji. Ich würde lachen um dein Leben. Einer von uns ist der Imposter. Hm. Ich glaube, es ist Rot. der als erstes redet einfach. Einfach der nichts sagt, wird immer rausgeschmissen. Ich finde es auch toll, dass er das ein Fall Guy ist. Hey, ich habe hier noch einen Grill mit einem Kühlschrank drin. Willst du den nicht kaufen? Ja, also für 50 Dollar geht das verfüllt. Ist auch nur 2 Jahre gebraucht. Okay, das ist vielleicht nicht so cool. Vor allem, meinst du, die Toilette wurde davor schon mal benutzt? Oh, ich hoffe nicht. Wenn du ein gutes Kind hast. Hast du nicht mal Hunger auf ein bisschen Oktopus? Was ist das alles? Das sind Nudeln mit Wienern? Die Nudeln sind dort noch reingesteckt worden. Wo würdest du lieber wohnen? Im Haus der Depression oder im Haus der Barbie? Ich glaube rechts. Lieber Depression, Rainer. Ich finde dieses einzelne Fenster so geil. Das ja, nicht ne? mal zentral ist. Er hat gegen 8 Chessmeister gleichzeitig gespielt und er hat alle verloren. Wow, wie unerwartet. Ich dachte eigentlich gerade, es kommt was Heftiges. Ich bin Pommes-Man. Hey. Er ist halt auf dem roten, wie hieß das, roter Teppich. Nee, roter Teppich, genau. Und der ist halt als Pommes so rum. Hä? Wenn du um 4 Uhr morgens aufwachst. Trinken. Wasser. Ich brauche Wasser. Okay, dann hat man kein Wasser. Das ist das einzig Gute dadurch, dass das Spiel so viral geht. Du hast es viral gemacht. Nice, danke. Oh, hi. Vor allem der Vogel unten ist halt insanely stark. Ich brauche immer ganz kurz, um die Bilder zu verstehen. Also es muss immer so ein bisschen auf mich wirken, weißt du? So, ja, du hattest gerade einen Durchbruch. Ja, mentalen Durchbruch. Also das Bild unten finde ich auf jeden Fall mega nice irgendwie. Komm, unter die Decke, Schatz. Ah, komm. Ich weiß nicht, warum ich gerade so viele Statuen da habe. Also links, der hat irgendwie gerade so seinen Hausschuh verloren. Der fliegt gerade in der Luft. Willst du nicht mein goldenes Ei haben? Danke dir, Fufu, für dein goldenes Ei. Wie viele habe ich? Fufu, so viele Statuen, what the hell? Es wird eine Titanic gebaut, die Titanic 2. Könnte auf Wasser bei 2022 sein. Diesmal könnten die überleben, weil die Menschen alle Eisberge zum Schmelzen bringen. Deswegen haben wir die Erderwärmung gemacht. Die 4 Reiter der Apokalypse. Damit du weißt, dass du kein Imposter bist. Ja. Metscan, 2 Aufgaben oder du bist tot. Ja. Kannst wenigstens kein Imposter sein, wenn du tot bist. Was hältst du von dem Rucksack? Ist Ach, eine das Spinne. Ist ein Rucksack? Ja. Der ist ja mega sick, Alter. Ich glaube, vom Weiten würde das witzig aussehen, wenn du deine Hände noch bei Covid benutzen willst, ohne Handschuhe zu tragen. Vor allem die Hand, also diese Dinger sind halt insane groß. Was tue ich mir an? Damit kannst du super Fingerfood ja, essen. Ja, wahrscheinlich. Das Ding ist... Wenn die Türen zugehen... Was passiert? Ich komme da nicht rein. Oh, oh Gott. Oh. Der Imposter hat so viel Zeit. Wenn du dir einfach so 10 Jahre Zeit lässt. Nein, mach es nicht. Oh, die Tür ist wieder offen. Bye. Wow, 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 wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr und dauert nur 2 Sekunden. Wenn ihr jetzt noch mehr von Reddit sehen wollt, ist links ein Video, rechts geht zu meinem Main-Kanal. Und dann hoffe ich, das hat euch gefallen.